Drei Jahre nach der erfolgreichen Kickstarter-Kampagne halten wir Crossing Souls endlich in den Händen. Wir sind in Kalifornien 1986. Als Chris und seine Freunde den geheimnisvollen Duatstein finden, stehen sie dem Tod mit ganz anderen Augen gegenüber, denn plötzlich können sie die Geister der Vergangenheit sehen. Ob Höhlenmensch, Renaissance oder Dinosaurier, sie sehen, wer dort war, wo sie jetzt sind. Allerdings steckt eine böse Verschwörung hinter dem Stein, in die die Götter selbst verstrickt sind und von der das Schicksal der gesamten Welt abhängt. Auf ihrer Reise kommt die Clique um Chris nicht drum herum, mit dem Tod selbst in Berührung zu kommen. Das Action-Adventure von Publisher Devolver und Entwickler Foretic ist ein Liebesbrief an die 80er, der mit Synthi-Sounds noch und nöcher sowie Referenzen aus Film, Musik und Zeichentrick aufwartet. Allerdings steht der Fokus auf diesem Jahrzehnt dem Gameplay und auch der Story etwas im Weg. So habt ihr lediglich gute 5 Stunden Spielzeit vor euch, die weiteren Spielmechaniken sind eher rar gesät und auch die Kämpfe werden schnell langweilig.